Das Kinderheim zum Guten Hirten war ein evangelisches Heim. Es befand sich in Lörrach, gar nicht weit weg von der Schokoladenfabrik, die man überall riechen konnte. Auf dem Weg zur Schule kamen wir täglich zweimal an diesem Betrieb vorbei, wo wir Heimkinder ein paar Minuten vor dem Gebäude mit der Aufschrift Suchard verhielten, um den enormen Schokoladengeruch zu genießen. Als Ersatz gewissermaßen, denn im Guten Hirten gab solche Süßigkeiten nur zu Ostern und Weihnachten. Überhaupt war der Gute Hirte lediglich als Kinderheim getarnt. In Wirklichkeit stellte das Haus ein Zuchthaus für Zorro und ein paar Piraten dar, die hier unterdrückt werden sollten. Die Schwestern in ihren blau-weißen Trachten mit weißen Pappkartons auf den Köpfen waren verkleidete Folterknechte, denn im Guten Hirten bekamen wir mehr Prügel als gute Worte. Der Oberunterdrücker war Schwester Erna, die uns immer mit so einem spieksamen Stock schlug, im Holzhackerstil, von oben nach unten. Am meisten verhaute sie mich fast täglich. Wenn ich mich am Boden krümmte, um meinen Kopf mit den Armen zu schützen, so nützte das nicht viel. Es gab wirklich keinen einzigen Körperteil, der nicht von ihrem blöden Stock getroffen wurde. Natürlich schrie ich dabei, aber das störte Schwester Erna überhaupt nicht, im Gegenteil. Sie wurde durch meine Gebläre noch wütender und hörte erst auf, wenn sie nicht mehr konnte. Schwester Erna hatte als Kerkermeister auch das passende Gesicht, so eine richtig fiese Visage mit einer hässlichen Brille. Schwester Erna konnte überhaupt nicht lachen, nicht mal ein bisschen. Die anderen Schwestern schlugen uns auch, mal mit der Hand, mal mit dem Stock, aber bei weitem nicht so oft wie Schwester Erna. Außer den genannten Schwestern gab es in Guten Hirten auch ganz junge Frauen, die normal angezogen waren. Diese mussten wir Tanten nennen. Doch die waren auch Folterknechte, vor allem Tante Anna, die zwar nur Ohrfeigen austeilte, aber dafür mit so viel Kraft, dass man fast taub wurde. Immerhin gab es unter den Tanten zwei Ausnahmen, Tante Lilo und Tante Rosi. Die waren sehr gut zu uns und hatten niemals ein Kind geschlagen. Wir alle mochten die beiden sehr und gehorchten ihnen immer viel mehr als den anderen Zuchthauswärtern. Tante Anna sprach übrigens Preußisch und nicht das Lörracher Alemannisch. Kurz bevor sie ihre gefürchteten Ohrfeigen austeilte, pflegte sie stets zu sagen, du hast wohl einen Vogel. Da konnte sie dann immer gleich mehrere Kinder mit Backpfeifen bedienen, weil jedes Mal einige wegen ihres komischen Akzents kicherten. Tante Lilo und Tante Rosi dagegen versorgten mich mit diesen bunten Heften. Tarzan, Phantom, Mickey Maus und Wildwestgeschichten. Du hast was zu lesen, steck schnell weg, damit Schwester Erna erzählt. Wenn ich sie gelesen hatte, ließ ich sie von Tante Lilo und den anderen Kindern vorlesen. Da saßen wir alle um sie herum und guckten auf die bunten Bilder. War fast wie Kino, denn Filme bekamen wir nie zu sehen. Als ich das erste Mal so ein Heft von Tante Lilo erhielt, kam zufällig Schwester Erna dazu. Sofort nahm sie mir die Lektüre weg und sagte mahnend zu Tante Lilo, die darf der nicht haben, sowas ist Schund. Aber die beiden guten Tanten pfiffen auf die Mahnung und versorgten uns weiterhin mit den Dingern. Natürlich passten sie höllisch auf, dass der Oberkerkermeister nicht plötzlich erschien. Unser Schlafsaal war zweigeteilt. In der einen Hälfte lagen die Kinder, die noch nicht zur Schule gingen. Sie waren zwischen 3 und 5 Jahren alt. In der anderen Hälfte befanden sich die Zorro- und Piratenabteilung. Außer mir gab es noch zwei weitere Zorros, aber das waren nur Unterzorros, Klaus Werner und Oswin. Als Oberzorro hatte natürlich ich den Oberbefehl, auch über die Piraten. Schließlich war ich schon 9 Jahre alt und ging in die 3. Klasse. Als Zweitklässler mussten wir nun mal die beiden Unterzorros gehorchen, wie im Übrigen auch die Piraten, die allesamt im ersten Schuljahr waren. Auch wenn ich die Zorro-Filme nicht gesehen hatte, so wusste ich dennoch fast alles über den Mann mit der Maske. Tante Lilo hatte mir nämlich mit gesammelten Fotos von Zorro-Filmen versorgt, hatte mich nämlich versorgt, ja. Das waren ganz kleine Bilder, die man geschenkt bekam, wenn man was Bestimmtes kaufte. Auf der Rückseite der Fotos stand geschrieben, was so alles im jeweiligen Film passierte. Im Schlafsaal erklärte ich den anderen ganz deutlich, dass die Tage der Gefangenschaft bald gezählt seien. Bald kommt mein Vater Zorro und holt uns hier raus. Meine Unterzorros waren schon über alles informiert, aber einige der Piraten stellten immer wieder blöde Fragen. Und was ist das? Bald, habe ich euch doch schon 1000 Mal erzählt. Der ist ja schon unterwegs, aber mein Vater kommt mit den Piratenschiffen, das dauert eben. Einer der Piraten gab zu bedenken, und was ist, wenn das Piratenschiff untergeht? Ach, Piratenschiff geht nicht so einfach unter, belehrte ich ihn. Nur wenn viele Kriegsschiffe gegen sie kämpfen, kann das passieren.
Aber meine Leute sind gute Kämpfer, die wissen sich zu wehren. Ein anderer meinte, vielleicht schließt Schwester Erna die Tür zu, dann können wir sie gar nicht ins Haus. Ich lachte, Mann, die brechen doch einfach die Tür auf, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie die hier sind. Aber das dürfen die doch gar nicht, ließ sich einer dieser Schlaumeier vernehmen. Klar dürfen die das, entgegnete sich ungehalten, das sind doch Piraten. Gegen die hat auch die Polizei keine Chance. Aber die kommt erst gar nicht. Vor Zorro und den Piraten haben Polizisten viel zu viel Schiss. Was machen wir dann, wollte einer wissen, wenn die Leute da sind. Na, informierte ich ihn, dann werden wir alle als Schwester verkleideten Folterknechte verhaften. Wir bringen sie aufs Schiff und fahren sie nach Texas oder Mexiko. Ihr kriegt alle Arbeit als Pirat oder als Cowboy, das könnt ihr euch dann aussuchen. Und was ist mit der Tante? Wurde weiter gefragt. Oh, die verhaften wir auch, antwortete ich geduldig, ist doch klar. Auch Tante Lilo und Tante Rosi? Fragte einer entsetzt. Ich blickte theatralisch zur Decke. Ihr versteht aber auch gar nichts. Tante Lilo und Tante Rose sind doch von meinen Leuten geschickt worden. Als Spione. Die gehören doch zu uns, Mensch. Das siehst du doch schon, wenn sie mir immer diese Heftchen geben. Das dürfen die doch gar nicht. Machen es aber trotzdem. Was glaubst du wohl, warum die keine Angst vor Schwester Erna haben? Außerdem wird Tante Lilo später meine Frau, wenn ich groß bin. Einem war nicht ganz klar, was mit unseren Folterknechten in Amerika geschehen sollte. Was machen wir mit denen in Texas oder in Mexiko? Hängen wir die auf? Da musste ich kurz überlegen. Schließlich ließ ich verlauten, nein, nein, niemand wird tot gemacht. Die sperren wir drüben ein. Wir haben nämlich in Mexiko unsere eigenen Kerker. Nur Schwester Erna und Tante Anna. Die werden außerdem noch jeden zweiten Tag einmal ausgepeitscht. Jetzt fing der erste Zweifler wieder an. Und wenn das Piratenschiff aber da untergeht, gäbe zu viel Kriegsschiffe? Ich wurde ungehalten, wir können gar nicht verlieren. Wir haben die besseren Waffen. Von Tante Lilo und Tante Rose kriegen wir die. Die Waffen kommen alle aus der Schweiz, aus Basel. Das sind nämlich auch Leute von uns. Ihr kriegt jeder eine Pistole, Oswin, Klaus Werner und ich, wir kriegen jeder zwei. Wir kriegen außerdem Degen zum Fechten. Ich überlegte einen Augenblick und fuhr fort. Kampflos werden die Folterknechte sich nicht einfach ergeben. Macht euch auf was gefasst, es wird Tote geben. Aber wenn wir unsere Waffen haben, soll Schwester Erna doch mal mit ihrem Stock kommen. Die mache ich mit meinem Degen fertig. Ich erschrak, als plötzlich aus dem Schlaftrakt der ganz Kleinen ein fürchterlich lautes Geblärre einsetzte. Es war ein Fünfjähriger, der uns offensichtlich bis dahin interessiert zugehört hatte. Zwischen den beiden Schlafabteilungen gab es ja keine Tür. Oswin und Klaus Werner, meine Unterzorros, wussten gleich, was zu tun war. Sie sprangen aus den Betten, rannten zu dem Schreihals und versuchten, ihn zu beruhigen. Still! Der Matjas hätte doch bloß Spaß gemacht. Der Kleine wurde tatsächlich bedeutend ruhiger und wimmerte nur noch. Doch als ich jetzt auch noch an seinem Bettchen erschien, fing er wieder an mit dem Geplärre an, aber diesmal so laut, dass wir drei Zorros wie die Verrückten zu unseren Betten rannten, hineinsprangen und die Decken über unsere Köpfe zogen. Unmöglich, dieses widerliche Geschrei nicht mehr zu hören. Aber nicht nur deswegen. Jeden Moment müsste die Nachtschwester von den unerträglichen Lärm angelockt werden und wenn sie uns Wachwehr vorfände, würde es Haue setzen. Einfach auf Verdacht. Das war in guten Hirten so üblich. Auweia, jetzt schrie der Kleine obendrein. Nicht tot machen, nicht tot machen. Im nächsten Moment stürmte die Nachtschwester herein und knipste das Licht an. Gott sei Dank wurde der Schreier jetzt ruhig und plapperte nichts mehr vom Todmachen. Aber die Nachtschwester machte das so, wie man das in guten Hirten immer macht. Wer jetzt nicht schläft, der kriegt Schläg. Und schon zog sie meine Decke zurück. Ich presste ganz fest die Augen zusammen und rührte mich nicht, doch es half nichts. Irgendwie konnte sie sehen, dass ich mich nur verstellte. Ja, ja, du brauchst gar nicht markieren. Denkst, ich sehe nicht, dass du nicht schläfst. Damit versuchte sie mir auch schon mit der Hand im Hintern. Nachts wurde nie mit dem Stock geschlagen. Vielleicht deshalb, weil die Nachtschwester nie so richtig wusste, ob man was verbrochen hatte oder auch nicht. Jedenfalls schrie ich ein bisschen und sie hörte auf. Aber nur, um sich um meine Unterzorros zu kümmern, die kurz darauf ebenfalls Aua-Aua-Laute von sich gaben. Dann ging die Nachtschwester wieder. Als sie das Licht ausknipste, sagte sie noch, und jetzt wird geschlafen. Wenn du nur mal kommen musst, dann gibt's mehr. Irgendwie war das System nicht logisch. Ich meine, wenn sie mich verhaute, musste sie doch davon ausgehen, dass die anderen durch mein Geschrei geweckt werden, oder? Aber sowieso wurden nachts nur wir drei Zorros verhauen, wohl weil wir die Ältesten waren. Ich hoffte nur, dass meine Piraten am nächsten Tag nichts von unseren Verschwörungsplänen ausplauderten.
Auf meine Unterzeros konnte ich mich verlassen. Aber bei den Piraten war ich mir nicht so sicher. Was, wenn einer dieser Gör und Schwester Erna verriet, dass ich sie in Mexiko jeden zweiten Tag auspeitschen lassen wollte? Eine schreckliche Vorstellung. Naja, gar so schrecklich war die Vorstellung nun auch wieder nicht. Wenn Schwester Erna Dienst hatte, würde ich sowieso Schläge kriegen. Die fand immer einen Grund. Übrigens gab es auch in der Schule Haue. Entweder wurde man mit einem Stock auf die Fingerspitzen geschlagen oder man bekam das Schlaginstrument auf den Hintern. In diesem Fall war ich schlechter als die Lehrerkinder dran, denn die trugen fast alle Lederhosen. Ich aber hatte nur so eine dünne, kurze Hose vom Kinderheim. Da taten solche Stockschläge schon ganz schön weh. Außerdem hinterließen sie Striemen auf meinem Popo. Wie gerne hätte ich auch so eine Lederhose gehabt. Diese kurzen Hosen mussten wir Heimkinder auch tragen, wenn es kälter wurde. Wir bekamen lediglich lange Strümpfe gegen die Kälte. Diese hässlichen Dinger reichten bis zur Unterhose, wo man sie festmachen musste. Ein ganz fieser Mensch war unser Mathelehrer. Wenn der das Klassenzimmer betrat, nahm er gleich den Stock zur Hand. Während des Unterrichts ging er pauselos zwischen den Bankreihen hin und her, nach Opfern Ausschau haltend. Hatte einer zum Beispiel unerlaubt etwas gesagt, so brauchte der Sünder gar nicht erst aufzustehen. Kurzerhand schlug der Lehrer ihm den Stock auf den Rücken. Die anderen Kinder in der Klasse waren fast alles Petzen. Einmal sagte ich zu meinem Banknachbarn, der Lehrer spinnt doch. Daraufhin meldete er sich. Herr Lehrer, der Matjas hat eben gesagt, sie steht die Spinne. Und alle wieherten vor Vergnügen, wenn ich mit dem Stock durchgeprügelt wurde. Jeder verpetzte jeden. Nur einer, Gerd, verhielt sich so wie ich. Wir beteiligten uns nicht an der Verräterei. Als es kälter wurde, fand ich ein Mittel gegen die Rückenschläge des Mathelehrers. Ich zog mir zwei Jacken an. Ich besaß nämlich eine, die besonders dick war. Schnell stellte ich fest, dass die Stockschläge auf meinem Rücken nicht den geringsten Schmerz verursachten. Als mich der Mathelehrer geschlagen hatte, flüsterte ich meinem Banknachbarn ins Ohr. Ich habe überhaupt nichts gespürt. Programmgemäß meldete er sich. Herr Lehrer, der Matjas hat eben gesagt, er täte Stock nicht spüren. Wutschnaubend stürmte der Lehrer erneut zu mir und ließ seinen Stock auf meinem Rücken fallen. Wiederum war nichts von Schmerz zu spüren. Aber ich zog den Kopf zwischen die Schultern, verzog das Gesicht und machte Au, Ui, Ui. Kaum hatte der alte Depp von mir abgelassen, flüsterte ich dem Verräter abermals ins Ohr. Hab schon wieder nichts gemerkt. Und schon wieder meldete der sich. Der Matjas hätte schon wieder gesagt, er hätte nichts spüren. Der Lehrer glotzte blöd, doch dann schlug er mir erneut auf den Rücken. Diesmal holte er mit seinem Stock weit aus, aber er konnte so weit ausholen, wie er wollte. Meine Panzerung ließ keinen Schmerz zu. Ich ging sogar so weit, dass ich der Petze neben mir zum wiederholten Male erklärte. Wieder nichts gespürt. Da kann der ruhig bis morgen früh schlagen. Auch das verpetzte er selbstverständlich. Doch der Lehrer, der wie alle Lehrer nur zu gern kleine Kinder prügelte, die sich nicht wehren konnten, brüllte. Der Matjas ist ja nicht umsonst im Kinderheim. Dabei beließ er es. Aber nicht etwa aus Mitleid. Er konnte ja schlecht den ganzen Unterricht zu einer Matthias-Prügelstunde missbrauchen. Vielleicht zweifelte er auch langsam an seiner Kraft. Er war ja nicht mehr der Jüngste. Ich jedenfalls hatte gewonnen, ganz wie es sich für Zorro gehörte. Im Heim hatten die Piraten übrigens Tisch gehalten und nichts von unserer Verschwörung verraten. Nur einmal kam bei mir kurz der Verdacht eines Verrats auf, als nämlich einer zu Tante Lilo sagte, Gell, du heiratest den Matjas, wenn er groß ist. Aber Tante Lilo lachte nur und sagte zu mir, du musst aber nur etwas wachsen. Die sogenannten Schuldhefte, die Schwester Erna früher beschlagnahmt hatte, lagen in einem kleinen Schränkchen, das immer abgeschlossen wurde. Dort waren wohl irgendwelche Arzneimittel auch unter Verschluss. Als einmal Schwester Frieda etwas aus dem Schränkchen holte und ins Büro brachte, ließ sie das Türchen kurz offen. Ich überlegte nicht lange und ergriff die Hefte und versteckte sie unter meinem Hemd. Kurz darauf verschloss Schwester Frieda das Schränkchen wieder, um den Diebstahl zu bemerken. Am nächsten Tag hatte Schwester Erna Dienst. Wir machten gerade unsere Schulaufgaben, als sie laut rief, Matjas, komm mal her. Ich gehorchte, mir wurden die Knie weich, als ich sie vor dem offenen Schränkchen sah. Wo ist denn die Schuld? Herrschte sie mich an. Da fiel mir ein, dass Tante Ohrfeigen Anna schon länger keinen Dienst mehr gehabt hatte. Vielleicht kam sie gar nicht mehr. Ohne weiter zu überlegen, erklärte ich, dass ich Tante Anna bei der Entwendung der Hefte beobachtet hätte. Und ich fügte hinzu, dass ich sie eigentlich nicht verpetzen wollte, aber nun müsste ich leider zugeben, dass Tante Anna eine ganz gemeine Schunddiebin sei.
Schwester Erna sah mich sehr nachdenklich an. Sie sagte aber nichts. So hatte ich zunächst mal eine Bestrafung durch den verhassten Stock abwenden können. Allerdings nicht für lange. Im Heim gab es nämlich Kinderbibeln mit lauter Bildern von Jesus und seinen Jüngern. Da die Bilder nur lediglich in Umrissen gezeichnet waren, wurden wir aufgefordert, sie mit Buntstiften auszumalen. An jenem Tag tat ich dies. Für die Gesichter wählte ich die Farbe Gelb. Jetzt sahen Jesus und seine Kumpel ganz krank aus, als hätten sie die Gelbsucht oder so. Das war aber keine Absicht von mir. Als Schwester Erna einen Blick auf mein Werk warf, wurde sie erst ganz weiß. Sie ergriff den Stock und schlug auf mich ein. Dabei kreischte sie: Dir, oh Herr, dich zeige, du machst kein Witz mehr über unseren Herrn Jesus. Als wir abend in unseren Betten lagen, trösteten mich meine Unterzogenen. Die Schwester Erna kann was erleben, wenn wir erst in Mexiko sind. Was meinst du, können wir die nicht jeden Tag aufspeitschen? Wir einigten uns auf dreimal Aufspeitschen täglich, jeweils nach den Mahlzeiten. Außerdem beschlossen wir, dass ihre Mahlzeiten nur aus Wasser und Brot bestehen würden. Natürlich sprachen wir nur leise über unsere Pläne, damit nicht wieder einer dieser Kleinen im angrenzenden Schlafwagen losbrüllte, nur weil er schwache Nerven hatte. Ich schilderte allen, wie gut wir es in Mexiko oder Texas hätten. Zum Schluss wollte ich wissen, wer von euch will in Amerika Pirat sein? Hand hoch! Etwa die Hälfte wollten weiter als Piraten ihre Brötchen verdienen. Und wer will als Cowboy arbeiten? Hand hoch! Der Rest der Meute hob die Hände. Einer, der sich für die Seeräuberei entschieden hatte, fragte mich: Kann ich nicht Pirat und Cowboy sein? Ich will beides sein. Du kannst doch nicht Pirat und Cowboy zur gleichen Zeit sein, belehrte ich ihn. Als Pirat bist du doch auf einem Schiff. Als Cowboy musst du aber reiten und in der Bar Whisky trinken. Manchmal auch schießen. Ja, es war eben nicht so einfach, meine Leute auf Vordermann zu bringen. Die meisten waren noch zu jung, um zu verstehen. Dem musste ich alles ganz genau erklären. Als ich verkündete, dass wir nicht nur die angeblichen Schwestern und Tanten verhaften würden, sondern auch meinen Mathe- und meinen Klassenlehrer, sowie ein paar von den Petzen in der Klasse, wurden Sonderwünsche laut. Jeder nannte mindestens einen Lehrer und den ein oder anderen Mitschüler, die auch bestraft werden sollten. Großzügig genehmigte ich alle Haftbefehle, auch wenn mittlerweile die Hälfte der Lörracher Bevölkerung ein Kerkerdasein in Mexiko erwartete. Doch jetzt kamen auch meine Unterzogenen aus einige Zweifel. Und Oswin wollte wissen: Aber wie schaffen mir so viele Lüt aus Lörrach use? Ich winkte ab: Ach, das ist gar nicht so schwer. Die werden alle gefesselt, so bringen wir sie nach Basel, aber erst in der Nacht. Am Tag schaffen wir sie in den Wald. Und in Basel war schon ein Schiff auf uns. Die Gefangenen bringen wir unter Deck, wo sie natürlich streng bewacht werden. Wir haben ja Waffen. Mit dem Schiff geht es dann den Rhein hoch bis zum Meer, wo das große Piratenschiff auf uns wartet. Und schon geht es nach Amerika. Das hast du wirklich schlau ausgedacht, lobte mich Klaus Werner. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir sowas machen, bemerkte ich lässig. Früher haben wir das mit einem Heim in Bayern gemacht. Ein Pirat hatte noch eine Frage auf dem Herzen. Schwätzen die in Texas und Mexiko alemannisch? Nein, natürlich nicht, belehrte ich ihn. Die sprechen Englisch in Texas. In Mexiko wird Spanisch gesprochen. Ich kann beide Sprachen. Ein anderer Pirat gab zu bedenken: Da können wir ja gar nicht mit den Leuten sprechen. Doch, beruhigte ich ihn. Viele von meinen Leuten sprechen auch Deutsch. Wenn wir erstmal eine Zeit lang in Amerika sind, lernt ihr ganz schnell die Sprache, auch wenn ihr euch das jetzt noch nicht vorstellen könnt. Ich erzählte noch ein paar Erlebnisse, die ich in Texas und Mexiko hatte. Meistens ging es dabei um einige Bösewichte, die mich unterschätzt hätten, weil ich eben ein Kind war. Ich schilderte den Piraten zum wiederholten Mal, wie berühmt ich in Mexiko sei, wo ich öfter mit meinen Freunden den Indianern geholfen hätte. Ich erzählte von meinen Heldentaten, bis auch der letzte Pirat eingeschlafen war. Am nächsten Tag hatte mich der Kinderheimalltag wieder, und zwar in grausamster Weise. Als ich nämlich aus der Schule kam, erwartete mich schon ganz ungeduldig Schwester Erna, natürlich mit dem Stock in der Hand. Neben ihr stand Tante Anna, die ich schon fast vergessen hatte. Leider stellte sich heraus, dass sie nur im Urlaub gewesen war. Tante Anna versetzte mir eine ihrer Hammerohrfeigen und schrie: Was hast du erzählt? Ich hätte deine Schuldhefte gestohlen? Ich stand da und brachte kein Wort heraus. Tante Anna wollte mir noch eine verpassen, doch Schwester Erna fiel ihr in den Arm. Nicht etwa, weil sie mir weitere Schläge ersparen wollte, sondern weil sie es vielmehr nicht erwarten konnte, mich mit ihrem Stock zu züchtigen.
Sowieso hatte sie sich schon die ganze Zeit vor lauter Vorfreude auf die Unterlippe gebissen. Und schon holte sie mit ihrem Prügelinstrument weit aus. Was jetzt folgte, war überhaupt nicht im Programm vorgesehen. Weder bei mir und schon gar nicht bei der schlagfreudigen Schwester Erna. Als der Stock herabzauste, kriegte ich ihn irgendwie zu fassen und hielt ihn mit beiden Händen fest. Darüber am meisten erschrocken war ich selbst. Aber da ich nun einmal dieses verhasste Folterwerkzeug abgefangen hatte, wollte ich es auch nicht mehr loslassen. War ja sowieso schon alles egal. Krampfhaft umschloss ich meine kleinen Hände den Stock, deren Schwester Erna erstmal blöde glotzte. Dann schrie sie, willst du wohl den Stock loslassen? Ich ließ aber nicht los. Und sie fing an zu zerren. Noch einmal kreischte sie, willst du wohl den Stock loslassen? Furchtbar wütend zerrte sie stärker, aber ich zerrte zurück. Sah fast aus, als würden wir beide Holz sägen. Jetzt zog sie wie eine Wahnsinnige, so ruckartig, und kreischte mit ganz hoher Stimme ebenfalls ruckartig. Willst du wohl den Stock loslassen? Schließlich tat ich ihr den Gefallen, vor allem, weil ich den Stock gar nicht mehr halten konnte. Doch als ich losließ, kam Schwester Erna aus dem Gleichgewicht. Und hast du nicht gesehen, flog sie holter die Polter auf den Boden. Dabei ging ein Bein von ihr in die Höhe, sodass man unter ihren dunkelblauen Rock mit weißen Funken gucken konnte. Es sah ganz lustig aus. Aber noch viel interessanter war, dass Schwester Erna bei ihrem Sturzflug hart mit einem Ellenbogen gegen die Heizung gekracht war. Ich sah mein letztes Stündlein gekommen. Doch zu meiner Überraschung kümmerte sich niemand um mich. Tante Anna und die aus dem Büro herbeigerannte Schwester Frieda hatten alle Hände voll zu tun, um die K.O. gegangene Schwester Erna wieder auf die Beine zu bringen. Übrigens konnte Schwester Erna ihren Arm, der so hart mit der Heizung Bekanntschaft gemacht hatte, eine ganze Woche lang nicht bewegen. Aber der war sowieso schon morsch, musste nicht mal in Gips. Außerdem war es nur ihr linker Arm und den brauchte sie gar nicht, denn Schwester Erna schlug ja nur mit rechts. Ich wurde an diesem Tag nicht mehr angeordert. Ich musste nur zur Strafe früher ins Bett. Als später meine Unterzoos und die Piraten in ihren Betten lagen, erklärten sie mich zum unbestrittenen Held des Tages. Der hesch zeigt, dass hesch gut macht. Ich verwies darauf, dass dies nur ein kleiner Vorgeschmack war. In Mexiko würde ich noch ganz anders mit Schwester Erna umspringen. Ein paar Piraten bauten sich gegenseitig auf. Hesch gesehen, wie der Matthias die Schwester Erna zwungen hat? Vorsorglich machte ich allen klar, dass ich das nicht immer machen durfte. Wisst ihr, wenn ich mich zu oft wehre, fällt es auf, dann kriegen die vielleicht raus, wer ich wirklich bin. Und dann komme ich woanders hin und kann euch nicht nach Amerika bringen. Das leuchtete allen ein. 3 oder 4 Wochen später hieß es, Matthias, du sollst schon mal ins Büro kommen. Im Büro stand eine fremde Frau mit einer Einkaufstasche. Sie betrachtete mich von oben bis unten. Schwester Frieda saß am Schreibtisch und beobachtete uns beide eine Weile. Schließlich sagte sie, Matthias, das ist jetzt dein Mörder. Mit gemischten Gefühlen sah ich die Frau an, die mir nichts, meine neue Mutter sein sollte. Sie war schon älter, so um die 50 vielleicht. Eigentlich hätte ich mich freuen sollen, weg vom guten Hirten, keine Schwester Erna und keine Tante Anna mehr. Allerdings auch keine Tante Lilo und keine Tante Rose. Jetzt fragte mich die Frau, willst du mit mir kommen? Stumm nickte ich. Im Tagesraum sollte ich noch etwas warten, weil die Schwester noch ein paar Kleidungsstücke von mir holen musste. Die Kinder umringten mich. Oswin wollte wissen, wer ist das? Gehört die zu den Leuten? Nein, nein, sagte ich tonlos, die nimmt mich mit. Alle blickten mich traurig an. Klaus Werner weinte. Ja, das war das mal erstmal so weit. Das war das erstmal so weit. Jetzt habe ich dann etwas zusammengestückelt hier, damit auch mal was vom Osten kommt. Und dann mal sehen, wie weit wir kommen. Spät ist denn alles schon? Genau, das geht schon. Also, es ist dann so gewesen, dass ich irgendwann im Osten gelandet bin. Betitelt ist das mit Papier. Ach übrigens, ich habe was vergessen. Ich hatte mir dann viele Gedanken gemacht über den Titel des Gesamtwerkes. Ich kam einfach nicht auf einen guten. Ich habe an Schlagen, Gehschlagen, zurückgeschlagen, durchgeschlagen und sowas gedacht. Aber Herr Scherer hat einen absolut, meiner Meinung nach, treffenden Titel gefunden. Ja, und dafür ist auch ein Applaus würdig. Das heißt nämlich, Moment, unbedingt. Nee.
Ungebändigt. Ungebändigt, richtig, sowas. Ungebändigt. So, ja. Also, ich bin dann in Bad Kösen in ein Kinderheim gekommen. Welches Jahr? Bitte? Ja, welches Jahr? Mhm. Das war 1957. Schon ein paar Jahre später. Also zwischendurch war ich schon mal im Osten und wieder zurück, Westen und dann wieder Osten. Aber nur damit hier, naja, also ein Gesamteindruck ist ja schwer zu machen in der Zeit, aber ich versuche es halt so gut wie möglich. Also ich war im Kinderheim in Bad Kösen, das ist also in der Nähe von Naumburg. Na gut, ich wurde einer Gruppe zugeteilt, die nannte sich Gruppe Fortschritt. Daneben gab es noch eine andere Gruppe, die hieß Gruppe Einheit, komischerweise. Ja, Einheit in der DDR. Ne? Die Jungs der Gruppe Fortschritt brachten mir zunächst eine Art Bewunderung entgegen, weil ich aus dem Westen stammte. Abends hörten sie mir gebannt zu, wenn ich ins Freizeitraum mit Westfilmen erzählte, von denen ich allerdings nur einen tatsächlich gesehen hatte. Alle anderen waren erfunden oder aus irgendwelchen Romanen zusammengestückelt. Sogar Ostliteratur zog ich zu Rate. In Halle hatte ich einige dieser wöchentlich erscheinenden 25 Hefte gelesen. Und die waren vielleicht gut. Die Aufmachung war so billig, dass die meisten Kinder sie nicht einmal kauften. Dabei handelte es sich bei den Geschichten um ausgesuchte Weltliteratur für Jugendliche. Die jeweiligen Verfasser stammten aus aller Herren Länder, viele Amerikaner darunter. Nun, da ich ein ausgezeichnetes Langzeitgedächtnis besaß, drehte ich kurzerhand sämtliche Geschichten in den Westfilmen um. Auch Schicksalserzählungen der russischen Oktoberrevolution. Ja. In der Schule, die am Rand des Städtchens lag, kam ich ganz gut mit. Schließlich musste ich ja die 6. Klasse wiederholen. Ja, dem Russisch. Habe ich vergessen zu erwähnen. Damals war es im Osten so, dass man also in Russisch keine 4 haben durfte. Auch wenn man in allen anderen Fächern eine 1 hatte, wurde man nicht versetzt, wenn man eine russische 4 hatte. Den Quatsch haben sie später aufgegeben, aber das war damals so, ganz einfach deshalb, um Russisch zur Weltsprache zu machen. Und ja, und ich kam aus dem Westen und hatte innerhalb 3 Monate, 1,5 Jahre lang Russisch nachzuholen. Und das war ein Unding. Ja, also, und ich wollte auch gar nicht, weil das war für mich die Sprache der Bösen, ja, sozusagen. Gut. Es waren noch 2 Heimkinder in der gleichen Klasse, Karl-Heinz und der schon 13-jährige Peter, der mein Banknachbar war. Ich verstand mich ganz gut mit Peter, so nach und nach reifte bei mir der Gedanke zur Flucht, die ja in Halle nicht zustande gekommen war. Als 11-Jähriger durfte ich ja schon einmal mit dem Interzonenzug nach Kassel fahren und ich erinnerte mich an den hoffnungslos überfüllten Zug. Es musste doch möglich sein, per Schwarzfahrt in den Westen zu kommen. Peter war Feuer und Flamme und er kam überein, schon am nächsten Morgen das Weite zu suchen. Anhand unseres Schulatlas stellten wir fest, dass wir zunächst nach Erfurt mussten. Tags darauf stopften wir unsere Schultaschen mit Pausenbroten voll. Schließlich brauchten wir Proviant, nicht? Denn einmal im Westen wollten wir versuchen, uns nach Kassel durchzuschlagen. Eventuell würde uns einer meiner ehemaligen Schulkameraden dort verstecken. Ich dachte an Kai Radek, der einzige, mit dem ich mich in Kassel-Waldau gut verstanden hatte. Als DDR-Flüchtling konnten wir uns drüben nicht melden. Noch nicht, denn Kinder unter 14 Jahren wurden in der Regel wieder zurückgeschickt, sofern ihnen auf eigene Faust die Flucht gelungen war. Das wusste ich. Also mussten wir uns bis zum 14. Geburtstag irgendwie durchschlagen. Wir schrieben Ende September und ich war erst vor wenigen Tagen 13 geworden. Bei Peter sah es weniger dramatisch aus. In wenigen Wochen würde er das 14. Lebensjahr erreicht haben. Dann könnte er mir weiterhelfen. Aber jetzt mussten wir erstmal einen geeigneten Bahnhof finden. Den Bad Kösener konnten wir nicht benutzen. Erstens bestand dort immer die Gefahr, dass uns ein Erzieher oder gar der Heimleiter selbst über den Weg lief, der sich natürlich gewundert hätte, was wir auf dem Bahnhof zu suchen hätten. Schließlich sollten wir ja an der Schule sein. Zweitens hätten wir dort eine Bahnsteigkarte benötigt, denn die Bahnsteige waren rundherum mit Sperren versehen. Wir suchten also das nächste Kaff aus, das an der Spanlinie nach Erfurt lag. Es war ein richtiges Kuhdorf, hatte aber einen Bahnhof. Bis dahin war es gerade mal 5 Kilometer. Üblicherweise besaßen solche Dorfbahnhöfe keine Bahnsteigsperren. Es gab einen Fußweg, der zu diesem Ort führte. Unterwegs kam uns eine ältere Frau entgegen. Ich hatte eine Idee. Entschuldigen Sie, sprach ich die Dame an. Wir müssen unsere Mutter vom Bahnhof abholen, aber uns fehlen 20 Pfennige für Bahnsteigkarten.
Unsere Mutter hat viel Gepäck, wissen Sie? Die alte Grinze. Ihr wollt euch bestimmt Süßigkeiten kaufen. Egal, hier habt ihr 22 Pfennige, auch wenn ihr mich belogen haben solltet. Peter war blass geworden. Später meinte er, warum hast du das gemacht? Die kann uns vielleicht alles vermasseln. Ich beruhigte ihn, bis die in Bad Kösen ist, sitzen wir längst im Zug. Außerdem wissen wir ja gar nicht, ob wir vielleicht doch Bahnsteigkarten brauchen. Man konnte ja nie wissen. Wir erreichten das Dorf. Die Frau hätte ich doch nicht anbetteln müssen. Jeder konnte die Bahnsteige, es gab ja nur zwei, ungehindert betreten. Laut Atlas fuhr jeder Bummelzug in Richtung Süden nach Erfurt. Lange brauchten wir nicht auf einen Zug zu warten. Mit unseren Taschen fielen wir überhaupt nicht auf. Nachdem wir eingestiegen waren, begaben wir uns augenblicklich auf einen Abort. Peter wollte die Toilettentür verriegeln, doch ich winkte ab und flüsterte, nicht. Wenn der Kontrolleur kommt, fällt ihm das bestimmt auf. Der bleibt dann einfach vor der Tür stehen. Peter war noch nicht ganz zufrieden. Wenn einer aufs Klo will, na dann tun wir so, als hätten wir uns gerade die Hände gewaschen. Wir können sie ja gleich ein bisschen nass machen. Wenn zwei Kinder auskommen, fällt das doch keinem auf. Und dann gehen wir auf ein anderes Klo. Es klappte alles, wie ich es mir ausgedacht hatte. Ohne Zwischenfälle erreichten wir den Erfurter Hauptbahnhof. Gut gelaunt nahmen wir einen Wartesaalplatz. Der Saal war voller Leute, was uns ungemein beruhigte. So waren wir nur zwei weitere Reisende, wenn zum Beispiel Trapos, also die DDR-Bahnpolizei, aufkreuzen sollte. Wir aßen etwas Pausenbrot, kauend meinte Peter. Das klappt ja alles wie am Schnürchen. Wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt, kann man so durch die halbe Welt fahren, stimmt's? Klar, weil alles bisher so reibungslos klappte, fasste er das Ganze in seinem Übermut als Jux auf. Aber ich widersprach ihm nicht. Wie geht's weiter, wollte er wissen. Jetzt nehmen wir den nächsten Zug nach Eisenach, klärte ich ihn auf. Und dort steigen wir in den Interzonenzug um. Von da ist es nur eine Haltestelle bis Warta. Dann kommt Bepa und das, mein Lieber, ist schon Westen. Peter gluckste vor Vorfreude. Ich weiß nicht, wieso mir alle immer denken, rüber machen wäre so schwer. Mir kommt es nicht schwerer vor, als wenn man mit der Straßenbahn fährt. Jetzt musste ich seinen Übermut doch etwas dämpfen. Jetzt pass mal auf. Wir hatten bisher viel Glück, aber das Schlimmste kommt erst noch. Die Kontrollen im Interzonenzug nämlich. Wir sind immer noch in der DDR, weißt du? Was denn jetzt? Haben wir Chancen oder nicht? Er sagte das mit einem solch unsicheren Gesichtsausdruck, dass ich befürchtete, sämtliche Reisende im Wartesaal würden auf uns aufmerksam werden. Schon warfen uns ein paar Leute an den Nachbartischen seltsame Blicke zu, dabei ihre Gespräche unterbrechen. Um Gottes Willen, ich müsste Peter schleunigst beruhigen. Klar haben wir Chancen, sagte ich mit deutlich gesenkter Stimme. Wenn der Interzonenzug wieder so voll ist, wie ich es erlebt habe, dann ganz bestimmt. Wir verließen den Saal und zwei Minuten später waren wir an einem Zug nach Eisenach. Umgehend suchten wir wieder eine Toilette auf, wobei wir natürlich darauf achteten, dass uns niemand beim Betreten des Aborts beobachtete. Problemlos gelangten wir nach Eisenach. Es dämmerte bereits. Schnell suchten wir auf einem dieser gelben Abfahrtspläne nach einem Interzonenzug. Doch zu meiner großen Enttäuschung war kein einziger auf dem Plan verzeichnet. Irgendwas stimmte nicht. Peter wurde wieder unruhig. Was denn jetzt? Krampfhaft suchte ich nach einer Erklärung. Vielleicht stehen die Interzonenzüge auf einem Extraplan in der Bahnhofshalle. Aber da können wir nicht hin. Wie wollen wir denn durch die Sperre kommen? Wie auch immer, wir mussten ganz schnell einen Zug nehmen. Denn der Bahnhof war fast menschenleer. Und auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig stand ein Trapo, der uns scheinbar interessiert beobachtete. Die Situation wurde mulmig. Der Lautsprecher kündigte einen Zug nach Warta an. Auf unserem Bahnsteig. Den nehmen wir auch nicht später zu. Hier wird es zu gefährlich. Zu meiner Erleichterung erschienen auf unserem Bahnsteig drei oder vier Leute, die ganz offensichtlich ebenfalls nach Warta wollten. Vielleicht können wir in Warta in einen Interzonenzug umsteigen, fügte ich schnell hinzu. Der Zug fuhr ein. Ach du lieber Himmel, das Ding entpuppte sich als Triebwagen. Egal. Gab es überhaupt Toiletten im Krieg im Triebwagen? Egal. In Eisenach konnten wir nicht länger bleiben, wir stiegen ein. Immerhin fanden wir einen Abort, wahrscheinlich der einzige im Wagen. Aber es war nur eine kurze Fahrt. Wir erreichten Warta. Das Herz klopfte mir bis zum Halse. Was jetzt? Durch einen winzigen Spalt im Milchglasfenster konnten wir auf dem gegenüberliegenden Gleis vor dem Bahnhofsgebäude einen Zug sehen, der ganz offensichtlich voll von Reisenden war. Aus sämtlichen Fenstern schauten dicht gedrängt Menschen hinaus. Die Lok des Zuges war Richtung Westen angebracht.
Ein Interzonenzug. Denn zwischen Warta und Debra gab es keine Haltestellen mehr. Aber um auch nur in die Nähe des Interzonenzugs zu gelangen, hätten wir erst einmal die vielen Uniformierten beiseite schieben müssen, die überall herumgeisterten, nichts zu machen. Wir mussten im Triebwagen bleiben. Der Interzonenzug fuhr ab. Guck mal, forderte ich Peter auf. Wir haben unseren Zug verpasst. Wir lachten gequält. Plötzlich setzte sich auch unser Triebwagen in Bewegung, in westlicher Richtung. Bedeutungsvoll sahen wir uns an, doch wir wurden gleich darauf enttäuscht. Der Wagen hielt und fuhr nur zu einem anderen Gleis. Raus konnten wir nicht. Einige Uniformierten patrouillierten auf dem Bahnsteig und sogar auf den Gleisen. Abort oder nicht, wir hatten Hunger und so aßen wir etwas Pausenbrot. Wir hatten ja Pause, oder? In das bequeme Fahrgastabteil drauf wagten wir uns nicht. Wir hatten keine Lust, von diesen Wichtigtouren in Uniform belästigt zu werden. Schlafen wir mal eine Runde, entschied ich. So unbequem es auch in dem engen Abort war, wir krümmten uns jeder in eine Ecke und schliefen schnell ein. Es mochte so gegen 5 Uhr früh gewesen sein, als wir durch ein kräftiges Anrucken des Triebwagens geweckt wurden. Schnell nahm er Fahrt auf. Plötzlich und schlagartig war mir bewusst, welcher Fehler mir unterlaufen war. Interzonenzüge hielten ja gar nicht in Eisenach. Als ich seinerzeit nach Kassel fahren durfte, war die letzte Station vor Warta Erfurt gewesen. Die vielen Reisenden, die am Vorabend mit uns im Wartesaal gesessen hatten, warteten wahrscheinlich auf einen Zug, der sie nach Westen bringen sollte. Zumindest der größte Teil von ihnen. Ich klärte Peter auf. Der wurde umgehalten. Wegen dir haben wir jetzt eine Irrfahrt gemacht. Dabei hätten wir schon längst drüben sein können. Der Triebwagen endete in Eisenach. Beschwichtigen, sagte ich, ist noch nichts verloren. Wir müssen eben nur zurück nach Erfurt. Es war recht kalt. Einen geöffneten Wartesaal gab es nicht. Nur vereinzelt waren Leute zu sehen, die auf einen Zug warten. Naja, die Bahnhofsuhr zeigte kurz nach 5. Es war wohl noch zu früh für einen relativ regen Verkehr. In der Unterführung studierten wir den gelben Abfahrtsplan. Oh je, der nächste Zug nach Erfurt fuhr erst in 2 Stunden. Ich wurde nervös. Schon gestern Abend war der Bahnhof auch nicht wesentlich mehr bevölkert als jetzt. Dafür aber jede Menge Trabus. Eine äußerst gefährliche Situation. Für den Fall, dass wir von den Schwarzuniformierten angesprochen werden sollten, machte ich mit Peter Folgendes aus. Wir seien die Gebrüder Klaus und Martin Schneider. Ferner warteten wir auf unsere Mutter, die in etwa 2 Stunden ankäme. Dazu suchten wir uns auf dem weißen Ankunftsplan einen passenden Zug aus. Unsere Wahl fiel auf einen Zug aus Jüterbock. Wir hatten uns kaum abgesprochen, als ein ganzer Trupp Trabus erschien. Die Kerle hatten sogar einen Hund dabei, den sie ganz bestimmt nicht Gassi führten. Der Streifenführer rief uns schon direkt beim Betreten der Unterführung lauthals mit markiger Stimme entgegen. Na, ihr oben, wo wollt ihr denn so früh hin? Wir wollen nirgendwo hin, entgegnete ich. Wir warten auf unsere Mutter, die kommt aus Jüterbock. Der Streifenführer war schon ziemlich alt. In der Regel waren damals Trabus gerade mal dem halbstarken Alter entwichen. Im Übrigen sprach er wie ein Mecklenburger von der Küste. Wo seid ihr denn her? Wollte er jetzt wissen. Na, aus Eisenach, antwortete ich. Er kniff die Augen zusammen, beugte sich so tief hinunter, dass er auf Augenhöhe mit mir war. Aus Eisenach? Seine Augen wurden noch schmaler. Wo in Eisenach wohnt ihr denn? Was war denn das für einer? Er tat so überrascht, als kenne er jeden Einwohner persönlich. Eisenach war doch eine Stadt. Zwar keine Großstadt, aber immerhin auch kein kleines Nest. Mir fiel keine Straße ein. Denn wenn er schon alle Eisenacher zu kennen schien, konnte ich mir getrost einen erfundenen Straßennamen sparen. Im Übrigen hätte der alte Haudegen noch eine ganze Reihe von unangenehmen Fragen auf Lager gehabt. Es war aus. Da packte er mich auch schon am Jackenaufschlag und brüllte. Über die Grenze wollt ihr Saukerl! Los, mitkommen! Los, ach so. Auf der Wache setzte der Alte noch einen drauf. Wir sollten erstmal den Hund auf sie hetzen. Dabei machte der Mecklenburger ein wutentbranntes Gesicht, als hätten wir seinen Lieblingsbruder umgebracht. Nun waren solche verbalen Anpöbeleien gegenüber aufgegriffenen Kindern oder Jugendlichen keineswegs üblich. In der Regel wurde man anständig und zivilisiert behandelt. Aber dieser Altkommunist benahm sich so sehr wie die Axt im Walde, dass seine jungen Kollegen sich verpflichtet fühlten, ebenfalls ihren Senf dort beizusteuern. Einer deutete auf meine Jeans, die ja noch aus dem Westen stammten, und meinte, die wollen doch bloß wegen so einer scheiß Hose rüber.
So was müssen wir ja nicht kaufen, echote ein weiterer. Könnte er ja auch gar nicht. So was gab es damals im Osten nicht zu kaufen. Ein dritter Trapo reihte sich in die Anti-Jeans-Kampagne ein. Mit so einem Dreckding würde ich noch nicht mal aufs Scheißhaus strahlen. Es befanden sich noch so einige Transportpolizisten, Trapos, im Wachraum, die sich allerdings nicht an dem Theater ihrer Kollegen beteiligten. Man fuhr uns in das Jugenddurchgangsheim. Jeder Bezirk der DDR besaß eine solche Einrichtung. Dort brachte man Jugendliche unter, die als Streuner, Entlaufene und Kleinkriminelle aufgegriffen worden waren. Offensichtlich war das Heim in Eisenach für den Bezirk Erfurt zuständig. Im Durchgangsheim von Eisenach, kurz D-Heim genannt, mussten wir unsere Privatkleidung abgeben und erhielten dafür Heimkleidung, die aus alten zerschlissenen Trainingsanzügen bestand. Wir sollten nur wenige Tage dort bleiben. Dann würde man uns zurück nach Bad Kösen bringen, in Begleitung eines sogenannten Transporteurs. Viele der dortigen Jugendlichen warteten auf die Einweisung in einen Jugendwerkhof. So hießen die Besserungsanstalten der DDR. Doch das D-Heim Eisenach schien auch Flüchtlingslager für Jugendliche zu sein. Denn zu meiner grenzenlosen Überraschung gab es hier eine ganze Reihe von Teenager, die aus dem Westen stammten. Sie hatten sich aus irgendwelchen Gründen in die DDR abgesetzt. Hier wurde nun entschieden, ob sie in Ostdeutschland bleiben durften oder nicht. Was? Hatten die sich etwa verlaufen? Die DDR war doch kein Land, in das man flüchtete, sondern ein Land, aus dem man flüchtete. Gut, ich war ja auch aus dem Westen gekommen, und das vielleicht zweimal, aber da war ich gerade mal 10 bzw. 12 Jahre alt. Außerdem hatte mein in Halle lebender Großvater dafür gesorgt. Und zumindest das erste Mal war ich ganz froh darüber, denn die Zustände in westdeutschen Kinderheimen zu Lörrach waren keineswegs das, was man als glückliche Kindheit bezeichnen konnte. Aber diese westdeutschen Halbstarken hier, sie waren aus völlig freien Stücken gekommen. Wenn sie schon durch die Gegend ziehen wollten, hätten sie sich doch, Frankreich oder die Schweiz aussuchen können. Naja, scheinbar hatte ich noch viel zu lernen. Nach 3 oder 4 Tagen ging es zurück nach Bad Kösen. Der Transporteur, der uns begleitete, sah recht sportlich und kräftig aus. Und schon während er sich vorstellte, zog er ein mit Leder überzogenes Schlaginstrument aus der Tasche. Und unterwegs keine Dummheiten, sagte er grinsend. Mit Peter war ich eigentlich übereingekommen, dass wir während der Rückführung türmen wollten. Doch angesichts dieses Athleten schwand uns der Mut. Klar, er würde nur einen fangen können. Aber wir wollten schließlich zusammenbleiben. Naja, dann ging es zurück ins Heim. Da gab es Schläge, nicht vom Erzieher, sondern von den Jungs, na, die ja alle Selbsterziehung als Überschrift hatten. Volkspolizei, achso, dann hatte ich hier, wie viel Zeit haben wir noch? Genau. Ja, das ist jetzt eine Sache des Publikums, das muss das Publikum entscheiden, ja, weil wir haben uns, vielleicht kann ich das nochmal sagen, wir haben Folgendes vor, wir wollten jetzt erstmal eine Leseprobe geben, da haben wir jetzt 2 gehört. Wir wollen dann eine Pause machen irgendwann, eine kleine Pause, und wer Lust hat, kann dann hinterher noch mal ganz viel mit ihm, mit dem Matthias Bühnholt direkt ins Gespräch kommen und noch Fragen stellen. Und er erzählt auch einfach aus dem Stegreif. Und insofern ist es eine Frage, wie viel Geduld Sie noch haben, jetzt auch was weiteres gelesen zu haben. Natürlich ist es spannend, wir wollen ja wissen, ob er es schafft oder so. Aber letzten Endes, von der Zeit her war die Planung ungefähr so, bis jetzt zu lesen. Jetzt müssen Sie sagen, ob Sie noch... Wenn er heute hier sitzt, dann hat er es geschafft. Das heißt, Sie fragen, ob er es geschafft hat. Wir wissen, dass er es geschafft hat. Er sitzt ja hier. Aber vielleicht würden wir auch noch. Ich würde mal jetzt einfach fragen, wer würde denn gerne noch mal, sagen wir mal, 10 Minuten, Viertelstunde höher gelesen? Kann auch ruhig. Dann machen wir das so. Und danach machen wir also eine kleine 10-minütige Pause zum Luft holen, Kaffee trinken und so weiter. Und zum Rauchen. Zum Rauchen. Ja. Rauchen. Matthias. Okay, prima. Matthias. Cool. Matthias. Dann komme ich gleich mal zu der Sache. Trink mal einen Schluck da uns.
Bitte? Trink mal ein Schluck Wasser, die haben extra Wasser. Ich bin sowieso heiser. Das hat damit nichts zu tun. Ich muss noch Kaffee. Ich bin zufällig heiser heute. Kaffee wäre ganz gut, wenn er den jemand macht. Ja. Ja. Hast du Becher? Ja. Nee, hatte ich. Hier ist es. 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 Wasser. Nicht? Nee, ist immer Zucker. Hier. Danke. Also, dann komme ich mal zu einer persönlichen Flucht. Und zwar kam ich aus Halle, fuhr nach Zeitz, das muss ich mal kurz vorschicken hier, vorschieben, kam nach Zeitz, weil ich dort einen ehemaligen Insassen des Bad Kösener Kindesheims besuchte, mit dem ich schon mal abgehauen bin. 400 bin ich, sorry. So, aber der wollte nicht, der wollte zu Hause bleiben und dann war es gut so. Ja, ich hatte Geld, das war geklaut, 20 Mark, aber davon waren ungefähr noch knapp 10 Mark übrig. Und dann trennten wir uns und dann geht's los. Dankeschön. Dann trennten wir uns und ich ging ins Kino. Wir trennten uns. Im Kino wurde ein französischer Film gezeigt, freigegeben ab 14. Ich kam problemlos hinein. Der Film war gut. Er handelte vom Widerstand gegen die Nazis in Paris. Allerdings musste der Streifen mehrfach unterbrochen werden, weil ein offenbar stadtbekannter Gehörloser ständig lautstarke Kommentare von sich gab. Das begann schon mit dem Vorspann, in welchem schriftlich erläutert wurde, wie der Widerstand arbeitete. Da schrie der Gehörlose, der aber dafür eine extrem laute Stimme besaß. Ja, das stimmt, das stimmt. Die Kinoleute mussten immer wieder das Licht anmachen, weil sie den Schreier als per Handzeichen zur Ruhe bringen wollten. Irgendwann hatten sie Erfolg. Anschließend ging ich auf die Wiese, wo das riesige Zirkuszelt zu sehen war. Als ich eine Eintrittskarte erstand und dafür 2,50 Mark zahlen wollte, so hatte mir Karl-Heinz gesagt, erklärte mir die Verkäuferin, da fehlen noch 3,50 Mark. Ich erschrak, zahlte aber den geforderten Preis. Das Problem, ich konnte mir jetzt keine Bahnfahrkarte nach Erfurt leisten. Egal, musste ich eben schwarz fahren. Dennoch sagte ich zu der Frau, man hat mir gesagt, es kostet 2,50 Mark. Ja, am Nachmittag, klärte sie mich auf. Die Spätvorstellung kostet 6 Mark. Aha, das hatte Karl-Heinz nicht wissen können. Ich bekam nur wenig mit von der Vorstellung, da ich mehrfach einnickte. Nach der Vorstellung suchte ich gar nicht groß nach einem Schlafplatz. War auch nicht nötig. Die Nacht war dermaßen schwül, wir hatten übrigens die ersten Augusttage, so ganz nebenbei, dass ich gleich auf der Zirkuswiese blieb und mich einfach zwischen die Büsche verkroch. Ich schlief gut und fest. So gegen 9.30 Uhr wurde ich wach. Die Zirkusleute liefen durch die Gegend und waren offenbar mit dem Abbau beschäftigt. Ich fiel überhaupt nicht auf, als ich meine Klamotten notdürftig von irgendwelchem Grünzeug reinigte. Knapp eine Mark besaß ich noch. Bei einem Bäcker kaufte ich 2 Brötchen, die ich gleich verschlang. Dann begab ich mich zu dem kleinen Zeitzer Bahnhof, wo ich für den Rest meines Geldes eine Tafel Vitalade erstand. Das war sozusagen Psychopathenschokolade. Irgendwelches Gepäck mit Kakao oder auch Schokoladenresten vermischt. Es schmeckte auch überwiegend nach Schokolade, hatte aber eben einen entsprechenden Beigeschmack. Kostete 80 oder 85 Pfennige. Jetzt hatte ich keinen Pfennig mehr. Wozu auch? Ich musste ohnehin schwarz fahren. Die Fahrt nach Erfurt dauerte länger, als ich erwartet hatte. Ich muss dazu sagen, eine Flucht habe ich ausgelassen. Da haben wir festgestellt, dass die Bahnsteigsperren abgeschafft worden waren in der DDR. Und zwar früher als im Westen. Also man konnte überall jeden Bahnhof, jeden Zug ungehindert einsteigen. Ja? Die Fahrt nach Erfurt dauerte länger, als ich erwartet hatte. Noch nie war ich an Bord eines Zuges so nervös gewesen. Ich ärgerte mich über meinen Leichtsinn. Am Tag zuvor hätte ich problemlos eine Fahrkarte lösen können. Auch heute noch, wenn ich nicht ins Kino und vor allem nicht in den teuren Zirkus gegangen wäre. Doch niemand störte mich auf der Toilette. Und ich atmete auf, als der Zug in den Erfurter Hauptbahnhof einfuhr. Auf dem Abfahrtsplan war ein Intentionszug verzeichnet, der in knapp 10 Minuten ankommen sollte. Alles schien für mich gemacht zu sein. Zumindest zeitmäßig. So, jetzt galt es. Den entsprechenden Bahnsteig konnte ich gar nicht verfehlen, denn er war von vorn bis hinten voll von Menschen. Mein Herz schlug bis zum Halse. Schnell mischte ich mitten unter die Warten, direkt neben einer Familie mit 2 Kindern. Meine Absicht war klar. Ich wollte als das dritte Kind gelten.
denn es streuchten da so einige Trapos durch die Geografie, den ich naturgemäß auf keinen Fall auffallen durfte. Viele westdeutsche Dialekte schwirrten durch die Gegend. Die Familie neben mir zum Beispiel unterhielt sich mit einem Ruhrpott-Akzent. Plötzlich zeigte die Frau auf mich und sagte zu ihrem Mann, geben wir es doch ihm. Gleich darauf reichte sie mir zwei Scheine, einen zu einer Mark und einen zu 50 Pfennig. Ja, ja, die gab es damals in der DDR noch. Hier, Junge, sagte sie, wir können da drüben sowieso nichts damit anfangen. Erschrocken nahm ich das Geld an. Wie um alles in der Welt hatte sie mich als Ostler erkannt. Wenn ich hier schon auffiel, was würde wohl passieren, wenn einer der Trapes in meine Nähe kam? Etwas hilflos entgegnete ich der Frau, aber ich war doch auch rüber. Ach so, meinte sie, während sie mich von Kopf bis Fuß musterte. Aber du kommst doch bestimmt wieder zurück. Ich nickte bloß, meine Gedanken überschlugen sich. Wieso war ich hier bloß aufgefallen? Was war mit meiner Rock'n'Roll-Frisur und vor allem mit meiner schwarzen Jeanshose, die es im Osten gar nicht gab? Verstohlen musterte ich meine Kleidung. Hatte ich etwa den einen oder anderen Grashalm übersehen? Ach so, ich besaß ja kein Gepäck. Klar, das war wohl der Grund. Ich beruhigte mich etwas. Endlich kam der Zug. Schnell stieg ich als einer der Ersten ein. Ach du lieber Himmel, der Zug war ja total überfüllt. Selbst vor der Eingangstür standen die Leute dicht an dicht. Wie sollte ich da auf eine Toilette kommen? Aber das wusste ich, wenn ich eine Chance haben wollte. Kurz entschlossen zwängte ich mich durch die Stehenden, die ich teilweise regelrecht zur Seite drücken musste, um zur Toilette zu gelangen. Und auch die Aborttür konnte ich nur mühsam öffnen. Dabei musste ich die nächststehenden ebenfalls beiseite schieben, mit Hilfe der Tür. Endlich war der Spalt groß genug, um mich hineinzuzwängen. Wie immer ließ ich die Tür unverriegelt. Ich setzte mich auf die Toilettenbrille, stützte meinen Kopf in meine beiden Hände und war völlig fertig mit der Welt. Was hatte ich mir da bloß vorgenommen? Auf einer Toilette die Grenze zu passieren, einfach so? Und was war mit den vielen Leuten vor dem Abort? Die mussten doch gemerkt haben, dass mit mir was nicht stimmt. Bestimmt gab es auch Ostdeutsche darunter, die in den Westen fahren durften. Ein Verräter war doch in der Regel immer dabei. Der Zug fuhr los. Wurde schon während der Fahrt kontrolliert? Ich konnte mich nicht erinnern. Nach relativ kurzer Zeit hielt der Interzonenzug. Wachter! Wachter! Ertönte es aus dem Bahnhofslautsprecher. Der Zug hielt. Und er hielt. Hielt und hielt. Die Kontrollen müssten erst jetzt stattfinden. Wir hielten schon viel zu lange. Von draußen erschollen Kommandorufe, die ich aber nur vage verstehen konnte. Schätzungsweise eine Stunde dauerte schon der Aufenthalt. Gleich würden sie mich aus der Toilette holen, da war ich ganz sicher. Ich warf einen Blick auf das Toilettenpapier vor mir. Deutsche Bundesbahn stand in schwachen Buchstaben darauf. Ein westdeutscher Zug also. Aber das konnte mir auch nichts nutzen. Was war das? Was war das eben? Einen Augenblick schien mir der Zug anzufahren. Nein, doch nicht. Sowas, jetzt hatte ich schon Halluzinationen. Doch. Er fuhr. Ganz langsam zwar, aber er fuhr. So langsam, dass man nicht genau wusste, ob er fuhr oder noch stand. Und außerdem völlig geräuschlos. Was war das denn? Aber jetzt. Wir fuhren. Oh, nun auch mit dem bekannten Geräusch. Tackatack, tackatack, tackatack. Und wie wir fuhren. Mein Gott, ich hatte es tatsächlich geschafft. Warta lag direkt an der Grenze, also mussten wir längst auf westdeutschem Territorium sein. Mich hielt es nicht mehr auf meinem Klo. Ich musste unbedingt unter Menschen. Gewaltsam öffnete ich die Tür. Ruckartig drehten die Leute ihre Gesichter in meine Richtung, so als wollten sie sagen, wie? War der die ganze Zeit da drin? Ich revanchierte mich mit freundlichen Blicken, zwängte mich in das Waggoninnere und stellte mich auf den Gang vor den Abteil neben einen jungen Mann, der gelangweilt zum Fenster hinaus sah. Nur um irgendetwas zu sagen, fragte ich ihn, was ich ohnehin wusste, ist die nächste Station Bebra? Er nickte und ich stieß aus, Gott sei Dank. Erstaunt blickte er mich an, er hatte begriffen. Bist du abgehauen? Ja, bestätigte ich eifrig. Endlich habe ich es geschafft, nach vielen Versuchen. Er staunte immer mehr. Wie, bist du etwa allein abgehauen? Genau, antwortete ich stolz. Früher habe ich es mit anderen versucht. Wir sind leider immer geschnappt worden. Was heißt früher? Fragte er verdutzt. Wie alt bist du denn? 13, teilte ich ihm in ehrlicher Weise mit. Was? Wirst du da nicht zurückgeschickt? Voll auf der Höhe erwiderte ich. Jetzt ist doch Anfang August und nächsten Monat werde ich 14.
Ich will mich erstmal nach Kassel durchschlagen. Dort kann ich vielleicht bei Freunden wohnen. Nur bis zu meinem Geburtstag. Der Zug fährt aber nach Frankfurt, klärte er mich auf. Und er fährt nicht über Kassel. Das macht nichts, erwiderte ich selbstbewusst. Dann steige ich eben in Bebra um. Wie willst du denn in Bebra durch den Interzonenbahnsteig kommen? Und er fügte hinzu, der ist nämlich abgesperrt. Was? Ein abgesperrter Bahnsteig im Westen? Das war ja noch nicht einmal in der DDR der Fall. Aber ich steigerte mein Selbstbewusstsein noch. Abgesperrt? Ach, da fällt mir schon noch was ein. Wie heißt du überhaupt, wollte er jetzt wissen. Matthias, ich heiße Gerhard. Hast du Hunger? Ein bisschen schon. Er suchte in seiner neben ihm stehenden Tasche und gab mir ein dick belegtes Brot. Ich war gerade fertig damit, als der Zug in Bebra hielt. Willst du dich nicht doch lieber melden, Matthias? Versuchte es Gerhard ein letztes Mal. Ich schüttelte den Kopf. Erst zu meinem Geburtstag. Na, dann wünsche ich dir viel Glück. Wir verabschiedeten uns per Anschlag. Beim Aussteigen sah ich sofort, dass Gerhard die Wahrheit gesagt hatte. Am Ende des Interzonenzuges standen drei grünuniformierte Polizei oder Zoll, die so den Interzonenbahnsteig absperrten. Das war nur ein Teil des verlängerten Bahnsteigs. Glücklicherweise waren noch mehr Fahrgäste ausgestiegen, um sich eine Erfrischung bei einem kleinen Stand auf dem Bahnsteig zu kaufen. Ich kramte meine 1,50 Mark Ost hervor und fragte den Verkäufer, nehmen Sie auch Ostgeld? Er blickte auf meine Scheinchen und nickte. Dafür berechne ich dir 30 Pfennige. Ich erstand etwas Kaugummi und ging ohne zu zögern auf die drei Uniformierten zu. Ohne sie weiter zu beachten, wollte ich an ihnen vorbei. Doch einer der drei Männer ergriff meinen Arm. Wo willst du denn hin? Na, zu meiner Mutter, entgegnete ich und zeigte auf den verlängerten Bahnsteig. Mensch, was machst du denn hier auf dem Interzonenbahnsteig? Inter was? Stellte ich mich dämlich. Interzonenbahnsteig, wiederholte er. Also was machst du hier? Ich habe mir bloß Kaugummi gekauft an dem Stand da vorne. Er hält mich immer noch am Arm fest und wollte wissen, wo ist denn deine Mutter? Na, ich zeigte auf eine Frau, die ziemlich am Ende des verlängerten Bahnsteigs stand. Da vorne, die Frau in Gelb. Endlich schieß er meinen Arm los. Dann geh zu deiner Mutter. Mensch, das ist doch ein Interzonenbahnsteig hier. Er ließ mich durch. Das Ganze geschah direkt vor Gerhards Augen, der sich halb aus dem Fenster lehnte und mit ungläubigem Gesichtsausdruck die Szene beobachtet hatte. Ich warf ihm noch schnell einen triumphierenden Blick zu, bevor ich mich auf den Hauptbahnsteig begab, wo ich mich neben die Frau in Gelb stellte. Aber diese Vorsichtsmaßnahme war unnötig. Als der Interzonenzug abfuhr, verschwanden auch die drei Grünen. Ich hatte wohl meine Rolle glaubwürdig und sicher gespielt. Mann, an diesem Tag klappte scheinbar alles. Vor ein paar Stunden schlief ich noch in Zeitz wie ein Landstreicher in den Büschen und jetzt war ich tatsächlich im Westen. Übrigens befand ich mich obendrein auf dem richtigen Bahnsteig, denn durch den Lautsprecher wurde gerade angekündigt, dass in wenigen Minuten der Zug nach Kassel einfuhr. Ehrlich, selbst die Luft roch anders als im Osten. Sauberer, besser. Junge Leute in Blue Jeans erschienen und redeten lautstark über die neuesten Rock'n'Roll-Platten. Ich genoss alles um mich herum. Der Zug fuhr ein. Oha, ein Triebwagen. Egal, wenn es an Bord den DDR-Triebwagen gab, müsste das auch im Westen erst recht der Fall sein. Dachte ich. Aber da hatte ich falsch gedacht. Keine einzige Toilette. Langsam wurde es komisch. Blue Jeans, Rock'n'Roll und gute Luft auf der einen Seite, auf der anderen abgesperrte Interzonenbahnsteige und keine Aborte im Triebwagen. Bebra schien eine Ost-West-Kombination zu sein. So setzte ich mich eben, sah zum Fenster hinaus und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Und die kamen kurz nach der Abfahrt, in Form eines Schaffners. Die Fahrkarte bitte? Hab keine, sagte ich, leicht die Arme ausbreitend. Ich bin gerade aus der DDR geflüchtet. Na, dann komm mal mit. Er brachte mich zum vorderen Ende des Zuges, wo mehrere Bundesbahnen an einem abgegrenzten Abteil saßen. Ich schilderte ihnen mein Abenteuer. Einer der Uniformierten meinte, das gibt's nicht. Andere riskieren ihr Leben an der grünen Grenze und du setzt dich einfach ohne Fahrkarte in den Zug und fährst in den Westen. Und das auf dem Klo. Ein anderer fragte, sag mal, wie alt bist du eigentlich? 13. Oh, das brachte sie gehörig aus der Fassung. Ich fügte aber schnell hinzu, nächsten Monat werde ich 14. Ein anderer griff in die Hosentasche, während er mich fragte, hast du Eltern drüben? Nur meine Mutter. Er reichte mir ein 2-Mark-Stück. Hier, in Kassel müssen wir dich der Bahnpolizei übergeben. Aber du musst mir versprechen, dass du noch auf dem Bahnhof eine Postkarte und eine Briefmarke kaufst. Und dann schreibst du im Wachraum an deine Mutter. Versprochen? Versprochen.
Sie waren sehr freundlich, hörten mir gebannt zu, als ich Ihnen meine bangen Minuten im Abort des Intentionszugs schilderte. Wir erreichten den Hauptbahnhof von Kassel. Ich wusste nicht, ob die Bahnbeamten während der Fahrt der Bahnpolizei meine Ankunft irgendwie gemeldet hatten. Jedenfalls stand vor dem Triebwagen ein blutjunger Bahnpolizist und nahm mich in Empfang. Der Bundesbahner, der unbedingt wollte, dass ich meiner Mutter schrieb, rief meinem Begleiter durch das geöffnete Fenster zu. Hör mal, Kollege, ich habe dem Jungen 2 Mark gegeben, der soll gleich eine Postkarte an seine Mutter schreiben. Das machen wir sofort, versicherte der Angesprochene. Während wir zu einem entsprechenden Verkaufsstand gingen, redete ich aufgeregt über meine Erlebnisse. Unter anderem sagte ich, wenn ich es nicht geschafft hätte, wäre ich in ein Jugenddurchgangsheim gekommen. Das ist ein, ich weiß schon, unterbrach mich der junge Bahnpolizist, das ist ein Straflager. Hä? Straflager? So nannte man das also im Westen. Das Wort gefiel mir und ich beschloss es umgehend in meinen Wortschatz aufzunehmen. Auf der Wache ließ man mich auch gleich einen Gruß an meine Mutter schreiben, noch vor der üblichen Befragung. Im Übrigen war ich sowas wie der Held des Tages auf dieser Wache. Sie freuten sich mit mir und versicherten, dass ich der erste Flüchtling wäre, der als Schwarzfahrer die Grenze passiert hätte. Es gab viel lautes Gelächter und natürlich gaben sie mir von ihrem Pausenbrot. Am Abend führten sie mich zu einem Auto. Der junge Mann, der mir das Wort Straflager beigebracht hatte, verabschiedete sich von mir und nahm dabei sogar seine Uniformmütze ab. So, ich wünsche dir alles Gute und so weiter. Naja, gut. Die Jugendabteilung, also das war eigentlich so, Matthias, du kommst jetzt in den Lindenberg. Das ist eigentlich ein Altersheim in Kassel-Bettenhausen. Aber keine Sorge, du bist dort nicht nur unter älteren Leuten. Die haben eine kleine Jugendabteilung und ich wünsche dir alles Gute. Gut. Die Jugendabteilung bestand aus 2 kleinen Räumen mit 2 stöckigen Betten. Außer mir waren da noch 2 weitere Jugendliche. Ein Berliner, der irgendwo in Hessen bei einem Bauern gearbeitet hatte. Er schien dort Schlimmes durchgemacht zu haben, bis er eines Tages nicht mehr aushalten konnte und davon ging. In Kassel wurde der 16-Jährige aufgegriffen. Mehrfach weinte er vor Glück, denn das Jugendamt hatte ihm mitgeteilt, dass man ihn wieder seinen Eltern in Berlin zuführen würde. Der andere war ein 18-Jähriger, den man in Kassel mit einem Fahrrad erwischte. Angeblich wollte er mit seinem Rad von Hamburg aus nach Köln zu seinen Eltern fahren, sei aber vom Weg abgekommen und aus Versehen in Kassel gelandet. Während er dies einem Altenpfleger erzählte, beobachtete ich ihn genau, konnte aber keine Art von geistiger Behinderung entdecken. Naja, er hatte die Intelligenz natürlich nicht mit dem Löffel gefressen, schien aber durchaus gebildet zu sein. Ich weiß nicht, was mit ihm nicht stimmte, aber er hätte sich wenigstens eine glaubwürdige Geschichte ausdenken können. Aus Versehen in Kassel gelandet. Das hätte mir nicht passieren können. Wenn er schon schwach in Geografie war, brauchte er doch nur einen Atlas zur Rate ziehen.